Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen. Ich bin Daniela von zauberhaftstempeln.de und ihr schaut mein neues Video. Heute bastle ich mit euch eine Lagenkarte mit passendem Umschlag. Dies ist auch gut für Einsteiger und Anfänger geeignet. Sie besteht, wie der Name schon sagt, aus verschiedenen Lagen, die aufeinander geklebt werden und so entsteht ein toller Wow-Effekt. Alles, was ihr an Material dazu benötigt, findet ihr auf meinem Blog. Den Link dazu schreibe ich euch unten in die Infobox. Ich habe mit den Farben Rauchblau, Heidelblüte und Abendblau gearbeitet. Los geht's mit den Zuschnitten für den Farbkarton in den folgenden Maßen. Als erstes falzen wir die Grundkarte mit dem Papierschneider bei 10,5 cm. Das ist der helle Schieber bei dem Schneidebrett. Und danach ziehen wir die Falz mit unserem Falzbein nach. Nun können wir die Karte erstmal auf die Seite legen. Danach nehmen wir unsere grundweißen Rechtecke und kleben diese ganz vorsichtig mit ein bisschen Kleberoller mittig aufeinander. Das nur zum Bestempeln, dass sie vorübergehend fixiert werden und nicht verrutschen. Je nach Augenmaß einfach platzieren, nur ein bisschen festdrücken und das nächste anbringen. Als Stempel habe ich das Stempelset für alle Fälle verwendet, das aus dieser wunderbaren Produktreihe Ewiges Grün. Diese findet ihr im aktuellen Jahreskatalog auf Seite 110. Wie gesagt, arbeite ich mit den Farben Rauchblau, Abendblau und der Heidelblüte. Ich beginne mit den hellen Farben. Und nun setze ich meine Stempel einfach dem Rand entlang auf das Papier. Am einfachsten geht es, wenn man es immer schön dreht. Dann könnt ihr wunderbar stempeln. Als nächstes stempel ich mit dem Rauchblau. Dieser runde Stempel in diesem dunklen Farbton setzt wunderbare Akzente. Die mache ich eher am Rand auch, dass es nicht zu dunkel wird. Immer schön drücken. Diesen Versatz hier am Stempel. Der entfällt nachher, wenn wir die Karten mit dem farbigen Karton zusammenkleben. Das lassen wir jetzt trocknen und derweil können wir auch gleich schon unseren Umschlag bestempeln mit den gleichen Farben. Auch hier wende ich die Technik an, dass ich rundherum stemple, nicht ganz so dunkel, dass man auch nachher noch die Briefmarke und den Empfänger lesen kann. Ich finde es immer sehr schön, wenn es einen passenden Briefumschlag dazu gibt, dann wirkt die Karte gleich noch sehr viel professioneller. Und sie ist beim Transport geschützt. Einmal rundherum. Und jetzt noch die dunklen Akzente.
Nun lassen wir auch unseren Umschlag trocknen. Unsere drei Lagen sind getrocknet und diese versuchen wir jetzt ganz vorsichtig auseinander zu lösen. Und dann beginnen wir mit den Lagen, diese aufzukleben. Dazu habe ich den Farbkarton in Heidelblüte bereits zugeschnitten. Aufkleben werde ich die fertig bestempelten grundweißen Papiere mit unserem Alleskleber, dem Flüssigkleber Tombow, da dieser toll hält und vor allem, ihr könnt dann noch ein bisschen schieben, wenn ihr euch nicht ganz sicher seid, ob es gleich richtig gut passt, andrücken und trocknen lassen. Ich klebe immer erst die bestempelten Lagen auf das Farbkartonstück und erst ganz zum Schluss alles zusammen. Gut andrücken. Und dann noch das letzte. Platzieren und festdrücken. So, nun können wir auch schon die Karten aufeinander kleben. Und dadurch, dass jetzt hier das positioniert wird, fällt dieser kleine Klebepunkt von dem Kleberoller gar nicht mehr auf. Gegenteil, er hilft uns noch, das ein bisschen festzuhalten. Und ihr seht, diese Übergänge, die vorher weiß waren, die verschwinden einfach unter diesem Heidelblütenrand. Die letzte Lage. Und dann haben wir das schon fertig. Ich klebe auch gleich alles auf die Grundkarte, dann kann das trocknen, während wir das letzte Akzentchen basteln. So, alles gut festdrücken. Dann passt das so. Ja. Wie ihr hier in der Karte seht, habe ich da noch den Akzent gesetzt. Dazu habe ich mit der Stanze eins in Grundweiß. Wir machen in dem Fall eins in Heidelblüte. Und eines in Abendblau. Das Etikett in Grundweiß bestempel ich noch mit dem Spruch Hallo, der ebenfalls in dem Set ist. Dazu verwende ich das Abendblau. Genau. Und dann stempel ich noch rundherum nochmal mit dem Heidelblütenstempel, wobei ich einen Abdruck erstmal auf mein Papier abstempel, dass es ein bisschen heller wird und nicht so dunkel ist. Und nun klebe ich alles aufeinander. So sieht es ganz gut aus. Dazu mache ich nur ein bisschen Tombow hier hin. Und klebe es, dass man es, vielleicht kann man es ganz gut sehen, klebe es, dass es hier einen schönen Abschluss gibt und unten auch. Einfach nur auf ein Stück. Und dann auf der Rückseite Tombow aufgeben. Und das gleiche auf die andere Seite. Wer jetzt noch möchte, könnte jetzt noch aus diesem Set die Stanzformen auch noch zum Beispiel so Blätter ausstanzen. Mir wird das jetzt Ganze ein bisschen zu viel. Ich nehme einfach meine Dimensionals und klebe das mit diesen auf, dass es noch ein bisschen 3D-Effekt gibt. Die gibt es hier, die Minis.
oder auch die normale Größe. Abziehen und dann das Ganze mittig platzieren, festdrücken. So, ihr Lieben, das ist unsere fertige Lagenkarte mit dem passenden Umschlag. Ich hoffe, euch hat mein Video zur Lagenkarte gefallen und ihr hattet viel Spaß beim Basteln. Falls ja, dann gebt mir doch einen Daumen hoch für dieses Video. Und falls du keines meiner Videos mehr verpassen möchtest, dann abonniere doch einfach meinen YouTube-Kanal. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis bald. Liebe Grüße, eure Daniela von zauberhaft-stempeln.de.